Nun, bevor ihr euch den kleinen Film über meine Eierguillotine ansieht, möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen. Ich habe seit langer Zeit Parkinson und damals, als ich die Eierguillotine gebaut habe, ging es mir so richtig schlecht. Nicht nur, dass ich die vom Parkinson her ein absolutes Tief hatte, sondern ich drohte auch wegen meines Selbstmitleides depressiv zu werden. Und da fiel mir ein Buch in die Hände mit dem Titel Der Weg ist das Ziel. Und ich begann nachzudenken und ich kam zu dem Schluss, wollte ich jemals wieder aus der Krise rauskommen, so müsste ich mich beschäftigen, um mich von meinem Selbstmitleid abzulenken. Und weil ich nun mal für mein Leben gern bastel, beschloss ich, eine Eierguillotine zu basteln. Warum ich nun ausgerechnet auf eine Eierguillotine kam, die Frage kann ich euch nicht wirklich beantworten. Vielleicht wollte ich etwas bauen, das einmalig ist. Vielleicht war es aber auch die Tatsache, dass das Köpfen des Frühstückeis jedes Mal ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang war. Mal abgesehen davon, dass der Bau einer Eierguillotine vielleicht ein ganz klein wenig makaber ist und nicht jedermanns Geschmack treffen wird, so empfand ich dies trotzdem als eine gewisse technische Herausforderung, die mich sicher eine ganze Weile beschäftigen würde. Und genauso war es. Nicht das Ergebnis, nämlich die fertige kleine Eierguillotine, steht im Mittelpunkt, sondern der Weg dorthin. Wichtig war für mich, dass ich in der Zeit, als ich daran gebastelt habe, weder an meine Gesundheit, noch an mein Selbstmitleid, noch an meine Depression dachte, sondern ganz einfach nur noch bei dem Bau und der Konstruktion der Eierguillotine war. Und dieses Abgelenktwerden tat meinem Körper und meinem Geist so gut, dass ich, als die Eierguillotine fertiggestellt war, fast beschwerdefrei war und das Leben wieder genießen konnte. Warum erzähle ich das? Weil ich Menschen, die krank oder labil sind, Mut machen möchte zu kämpfen, um sich selbst zu besiegen und um sich nicht hängen zu lassen. Letztendlich ist es völlig egal, wie sie das machen und ob das Ergebnis vielleicht sogar eine Eierguillotine ist. Wichtig ist nur, dass sie etwas machen und dass sie sich nicht aufgeben. Es lohnt sich immer zu kämpfen und selbst wenn es nur für wenige schöne Augenblicke ist. So, nun aber genug der Worte und hier nur mein kleiner Film über die Eierguillotine.